So, herzlich willkommen zum Step. Fangen wir an, machen uns so ein bisschen warm. Marschiert erst an der Stelle. Wir atmen nach oben ein, die Arme gehen mit. Und aus. Noch einmal lang hoch. Tipp die Fußspitze im Wechsel vor, Arme locker mit vor. Tipp, tipp. Etwas höher schwingen, vor, ran, ziehen. Bring den Ellenbogen bis ganz nach vorne, dass der Oberkörper sich leicht mitdreht. Spannung in den Bauch. Viermal noch. Vor, drei, marschiert nochmal am Platz rechts. Und von hier aus gehen wir in den Step-Touch zur Seite. Side-Tap. Genau, weiter Schritt von rechts nach links. Arme mit, auf und vor. Komm, auf, auf. Zieh, zieh. Spannung in den Rücken bringen. Viermal, auf. Arme gehen nach oben jetzt. Komm mit. Hoch, hoch. Zieh, zieh. Immer beim Schließen die Arme mit nach oben nehmen. Acht noch. Hoch. Viermal. Wir schwingen jetzt in den Seite-Side. Komm. Rechts, links. Bisschen mehr die Beine beugen in der Mitte. Komm. Hoch, hoch. So, jetzt aber schnell, Elke. Ja. So, kommt die Arme mit anwinkeln. Hoch, hoch, zieh, zieh. Dazu auch der Leckerl, Ferse zum Po. Hoch, hoch. Richtig feste Anwinkeln aktivieren dadurch Oberschenkel, Rückseite und Po. Die Arme schieben höher nach vorne. Komm, hoch. Hoch, zieh, zieh. Vier mehr, drei. Halt die Arme vorne, halt. Die öffnen jetzt von hier zur Seite. Komm, auf, auf, zieh, zieh. Öffne weit. Viermal noch. Und nochmal in den Step-Touch am Boden. Step-Touch. Wir gehen die Bewegung der Arme nochmal durch, fangen an mit auf und vor. Ab jetzt geht's los. Komm, auf, auf. Zieh, zieh. Viermal, drei und über Kopf nach oben, lang. Arme ganz gestreckt. Hoch, hoch. Wir schwingen Seite zu Seite. Zieh, zieh. Vier noch. Arme Leckerl dazu. Komm. Bizeps und Leckerl. Hoch. Hoch. Schieb weiter nach vorne hoch. Angewinkelt vor. Hoch. Zieh. Zieh. Und jetzt zur Seite auf. Komm. Auf. Auf. Vier mehr noch. An der Stelle marschieren auf rechts am Platz. So, jetzt gehen wir mehr nach oben. Wir kommen in den Tap-Up, Tap-Down, immer Richtung Ecke. Und ab. Oh, das ist glatt hier. Aber meine Rutschpartie heute hier. Ja, hat jemand gut geputzt hier, das stimmt. Hoch und ab. Schultern kreisen, rück. Immer beim nach oben gehen, ein rückwärts Schulterkreis. Jawohl. Zieh. Zieh. Vier mehr noch. Tap up. Drei. Zwei. Und jetzt der Knee-Lift. Im Wechsel Step Knee. Hoch. Hoch. Komm. Tempo halten. Achtmal noch Single. Zieh. Hoch. Vier noch mehr. Vor. Drei. Zwei. Mit Repeater drei am Stück. Komm. Drei.
zwei, wechsel, zieh, zieh, nochmal, weiter in dem Dreier-Rhythmus, hoch, hoch, davon jede Seite noch zweimal Repeater, wechsel, letzter rechts und links. Nochmal Tap ab Schulterkreis. Hoch. Hoch. Vier davon, Kreis rück. Wir kommen in den Basic hoch und tief. Hoch, ab. Ihr bleibt im Basic, ich komme zu euch. Hoch und ab. Rechts, ab. Hoch, hoch, tief, tief. Aus dem Basic jetzt ein V-Step. Arme mit. Hoch, ran. Hoch, ran. Oben geöffnet, in der Mitte, unten geschlossen. Noch zwei. Tap ab, Schulterkreis. Rück. Vier mehr noch. Kreis zurück. Drei. Basic, komm hoch, ab, drei davon, nur noch zwei, letzter, das V, komm, hoch, vier insgesamt. Tap ab jetzt, Schultern, rück, rück, auch nur noch vier. Knee lift im Wechsel, hoch, hoch. Basic vor, vier davon, hoch und ab, hoch und ab, zweimal, V-Step, komm, hoch, ab, hoch, zwei Stück, alle Schritte nur noch zweimal, Tap ab, Schulterkreis, der Knee-Lift im Wechsel, komm, hoch, Basic vor, ab, V-Step jetzt, hoch, nochmal Tap up, Tap down, Schulter, rück, Knee lift, zieh, Basic, vor, der V-Step, hoch, ihr bleibt im Basic, bleibt im Basic, hoch und ab, wir bauen eine Drehung mit ein, vier noch Basic, dann werden wir langsamer und machen gleich die Drehung langsam, zwei, rechter Fuß zur Ecke, es geht hoch, hoch, dann ab und wieder March am Platz. Gerade nochmal die Drehung rechts, komm, hoch, dreh, tief, tief, ab. Probieren wir schnell, dann marschieren wir am Platz, komm, turn und March hier. Noch einmal, turn, March hier, Faust auf rechte Seite, hoch. Bleib im March am Platz. So, das ersetzen wir jetzt in der ganzen Folge. Tap up, tap down, hoch. Knee lift. Ihr macht jetzt einen Basic. Jetzt die Drehung, komm. V-Step, hoch. Ab, nochmal Tap up hier. Knee lift. Ein Basic, ein Turn. Dreh dich. V, hoch. Ab, hoch, tap up, bleib locker, bleib locker. Nur tap up, tap down. Jawohl, hoch, tief, hoch, tief. Vier noch mehr, tap up, tap down. March am Platz auf rechts. So, den V-Step, den verändern wir jetzt. Wir machen den nicht mehr auf den Step, sondern wir machen eine zur linken Seite, den anderen zur rechten Seite. Dreht euch einmal, ein V-Step hier, rumdrehen, ein V-Step dort, zurückdrehen. Dann March, gerade nochmal, Tempo schnell, rechts hier, rechts und drehen, rechts, zurück, March. Ja. Wir bauen das an den Teil davor, ein Basic, ein Turn, dann der V zur Seite, 5, 6, Basic hoch, komm mit. Basic turn. V hier, komm. Und weiter.
zurück, Marsch, rechts. Alle da? Ja, sieht gut aus. So, gerade noch einmal nur der Teil Basic. Komm mit. Hoch, dreh dich. Weiter drehen und V. Zurück. Zur Mitte, Marsch, rechts. Super. Einbauen in den kompletten Teil. Up, Tap, Down mit dem Schulterkreis. Los geht's. Komm, hoch. Die Knee-Lifts. Zieh. Der Basic. Turn, Step. Weiter drehen, V-Step hier. Ihr könnt die Arme wieder mitnehmen und March rechts am Platz. Super. So, jetzt brauchen wir noch die andere Seite. Wir gehen mal kurz Step Up, Step Down hoch. Macht mal einen Knee Lift. Mambo. Bleibt Knee Lift. Mambo. Vorrück. Nochmal Knee. Nur das. Immer im Wechsel. Einmal Knee, einmal Mambo. Komm, Knee. Mambo. Letztes Mal, Knie, Mambo. Komm, Tap Up, Tap Down. Bleib im Tap Up. Vier noch, hoch. Schulterkreis. Machen wir gerade die Bewegung, die wir auch für die Folge brauchen. Knie lift. Sieh. Drei. Zwei. Links für Basic, nur Basics. Erst hoch, tief, hoch, ab. Ganzer Fuß immer auf den Step. Links der V-Step hier vorne, hoch, ab, alle Schritte nur noch zweimal, Tap ab, komm, hoch, Knee lift, zieh, zwei Basic vor, hoch, ab, V-Step hier, ihr bleibt im Basic links, komm, mit, hoch und tief, langsam links Drehung, Ecke, langsam hoch, ab und March links, 4, 3, gerade nochmal langsam, komm, hoch, links wieder ab und March. Das Ganze jetzt nochmal im Tempo, schnelle Drehung, hoch, tief, March. Noch einmal, komm, hoch, bleib im March, Tap up, Tap down, locker. Wir bauen das ein Basic, ein Linksturn. Schulterkreis, komm, hoch. Der Knee Lift. Zieh. Basic und Turn. Links, dreh dich. V nach vorne, hoch, ab. Nochmal linke Seite, Tap ab, Schulter. Knee Lift. Hoch. Basic, vor, dreh dich jetzt. Zweimal V. Hoch und ab. Bleib im March am Platz. Gut. Links der V-Step. Wir schauen erst nach rechts. Machen wir einmal langsam. Ihr kommt links. Vor, dreht zurück zum Step. Dann wieder links, dreht zurück zum Step. Und March. Gut. Also ihr müsst gar nicht nach hinten schauen, sondern ihr guckt immer über den Step. Das bauen wir jetzt alles zusammen, die linke Seite. Machen wir zweimal durch und dann bauen wir noch den Seitenwechsel ein. Komm, Tap ab, Schulterkreis. Hier. In den Knee Lift. Zieh. Ein Basic. Turn, Step, hier. V-Step weiter. Komm hier. Und mit. Wo wart ihr? Tap ab. Wir kommen wieder rein. Basic. Dreh dich rum. Weiter drehen, V. Und rück. Nochmal links. Komm mit. Schulter. Hoch. Knee lift. Zieh. Zieh. Basic. Vor und turn. V-Step jetzt. Hier. Und rum. March am Platz links. So. Wir hatten eben, wenn ihr euch noch dran erinnern könnt, einmal Knee, einmal Mambo. So ersetzen wir diese zwei Knee Lifts, dann haben wir dadurch den Seitenwechsel. Erst ein Knee, dann der Mambo. Komm, Tap up, hoch. Einmal Knee Lift, einen Mambo vor, Basic weiter rechts. Turn Step, weiter V. Alle da? Tap up, rechts. Einmal Knee, einmal Mambo, wir sind dann auf links. Basic, hoch, turn, step, K,
Komm links. Super. Und March am Platz links. So, sagt das erstmal kurz im Kopf. Ihr trinkt mal was. Und dann machen wir das nochmal durch. Bleibt ein bisschen in Bewegung. Schritte sind nicht schwer. Geht nur um die Reihenfolge, gell? So, alle gestärkt, weiter geht's. Gerade nochmal, wir bleiben nochmal bei dem ersten Teil, festigen den noch einen Moment. Marschiert nochmal hier. Atmet nochmal tief durch. Rechtes Bein beginnt jetzt das Ganze. Warte. 4, 3. Komm in den Tap-Up hier. Schulter. Ein Knee-Lift. Mambo links, weiter links der Basic 4. Turn-Step. Weiter dreh V. Und zurück. Tap-Up mit links. Ein Knee-Lift. Der Mambo rechts vorrück. Basic 4. Turn-Step. Boom. Weiter drehen das V. March am Platz rechts. Ihr wisst, wo ihr hin müsst, in welche Richtung. Okay. Also, wenn ihr so fließend in dieser Drehung seid, lasst einfach noch eine Vierteldrehung weiter drehen, dann kommt man in das V. Ganz gut. Ein und eine Vierteldrehung erwarte ich heute. Das kriegen wir hin. So, alles noch ein letztes Mal, dann gehen wir über in den zweiten Teil. So, wir warten auf den Einsatz. Hier beginnt rechts der Tap Up, Tap Down. Komm, Schulter. Knee Lift. Mambo. Basic 4. Turn Step. Weiter drehen, weiter drehen. Wow. Jawohl. Tap Up, Komm. Schulter. Knee Lift. Mambo. Basic rechts. Turn Step. Weiter drehen, V, rechts. Tap up locker. Bleib im Tap up. Das kommt ja gleich noch ein paar Mal. Wir wiederholen das ja noch mehrmals in der Stunde. Nächster Schritt. Einen lecker Ferse rück zum Po. Hatten wir schon im Warm-up. Po. Zieh. Davon machen wir direkt 3 Stück am Stück der Repeater. Lecker. Damit. Hoch, hoch. Nochmal. Zieh, zieh. Komm. Arme etwas aktiver mitnehmen. Nach unten bzw. nach hinten wegstrecken. Noch einmal. Rück. Wir marschieren um den Step. March. 8 Schritte rum. Am Platz marschieren. Nochmal lecker. Repeater. 3, 2. Wechsel. Komm um den Step mit rechts. March. Direkt Leg Curl Repeater hier. 3, 2. March auf links am Platz. Bleib. Gerade nochmal die andere Richtung. Um den Step. 8 Schritte. Komm. Repeater Leg Curl links. 3, 2. Tap up, tap down. Hoch. Genau. Beginnen die 8 Schritte um den Step ab jetzt. Komm. Repeater Leg Curl einmal hoch. Bleib im Tap up, Tap down. Hoch. Hoch. Jetzt die linke Seite um den Step. Komm. March. Leg Curl Repeater hoch. 3, 2. Tap up. 4-mal Tap up. 3, 2. Nochmal rechts, links. March jetzt. 8 Schritte. Curl Repeater. Komm. 3, 2, 1. Tap up. 4, 3, 2. Letzte Runde. March. Komm. Curl Repeater hier. 3, 2, 1. Tap up. So, wir machen einen Basic hoch. Basic hoch. Ab. Hoch. Ab. Aus dem Basic kommt jetzt ein langsamer Boxstep. Haben wir länger nicht gemacht. Kriegen wir aber hin. Machen wir erst im langsamen Tempo. 2-mal noch Basic. Geht ein bisschen mehr an die Ecke.
hoch, wir kreuzen, rüber, wir gehen nach hinten und wir öffnen wieder zur Seite hinter den Step nochmal. Hoch, kreuz, rück, auf. Wir gehen also einmal so um diese rechte Ecke. Zwei noch, hoch, rüber, rück, letzter, hoch, rüber, tap, ab. Tempo, komm, hoch. Wir machen den Boxstep nochmal langsam, komm mit hier. Hoch, rüber, rück, tap, ab. Vier mehr. Trauen wir uns denn jetzt schnell zu. Mach die Schritte nicht zu groß, wirklich kleine, schnelle Schritte. Auf geht's, komm. Eins, zwei, tap, ab. Jawohl, machen wir nochmal. Komm mit Boxstep. Ups, wir sind auf der anderen Seite. Ah, weil er schneller ist. Haben wir was gemerkt. Dann können wir die andere Seite gerade machen. Langsam links, komm mit hier. Hoch, kreuz, rück und tap ab. Tempo. Zwei noch. Gerade nochmal links, langsam. Komm, hoch, ab, rück, tap ab. Vier. Zweimal. Letztes Mal den linken langsam. Komm jetzt hier. Links, kreuz, rück, tap ab. Bleib. So, jetzt machen wir den linken auch ein bisschen schneller. Zwei Tap-Ups. Hoch. Und der Box-Step. Tempo. Komm. Hoch, tief, rück, tap ab. Genau. Alle wieder da. Sehr gut. Vier Tap-Up noch mehr. Rechts ab, links ab. Den zweiten Teil von Anfang, March um den Step. March. Repeater, Leg Curl. Tap up, tap down. Zweimal noch. March am Platz, links, March. So, wir sind auf dieser Seite. Wir müssen auf dieser Seite jetzt nochmal den Boxstep schnell machen. Auf geht's. Komm. Eins, zwei, tap, ab, hoch. Genau. Vier noch, dann kommt der rechte Boxstep. Drei, zwei. Die Seite rechts, Boxstep, komm. Eins, zwei, drei, tap, ab, hoch. Jawohl. Achtung, links jetzt, komm. Hoch, zwei, drei, tap, ab. Zwei. Jetzt die rechte Seite hier, komm. Hoch, zwei, tap up. Bisschen schwierig, weil vom Tap up geht man immer entgegengesetzt, gell? Und jetzt muss man auf der Seite bleiben. Marschiert mal kurz. Wir überlegen mal, wie wir das besser einbauen. Wir kommen nach dem Leg Curl direkt in den Boxstep. Machen wir mal Leg Curl rechts und der Boxstep ist dann auf der recht anderen Seite. Probieren wir. Es geht langsam. Step, Curl, drei, hoch. Letzter, hoch, ab. Wir bleiben dafür links. Hoch, ab, rück, ran. Tap ab. Tempo. So machen wir die andere Seite. Der Leg Curl und der Boxstep, die sind dann beide auf der gleichen Seite. So kann man sich vielleicht merken. Zwei noch. Langsamer Leg Curl hier. Drei Stück. Drei, hoch. Zwei, hoch. Letzter, hoch. Ab Boxstep direkt noch dort. Eins, zwei, drei, Tempo, Tap ab. Jawohl, jetzt machen wir das fließend. Den Leg Curl Repeater und danach der Boxstep und dann in den Tap ab. Auf geht's, Leg Curl hier. Drei, zwei, eins, Boxstep, komm. Tap up, Tap down. Jawohl, bleib Tap up. Hoch. Gerade nochmal rechte Seite, Leg Curl, Repeater, komm. Drei, zwei, eins, Box Step, Tap Up. Super. Zumindest kommt ihr schon mal da an. Vier noch, dann machen wir den March, den Leg Curl, Repeater, den Box Step und Tap Up. Ab jetzt acht Schritte, komm. Curl, Repeater, hoch. Sieben. Box Step hier. Tap, up, tap down. Zwei noch. Genau. March am Platz rechts. So, jetzt brauchen wir noch einen Seitenwechsel für auf links.
Und zwar bauen wir jetzt ein, einen Knee mit Trippelschritt. Macht man nur Knee Repeater. Komm, hoch, hoch, wechsel, Knee, wechsel. Ich zeige euch mal die Variation. Ab, 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 hoch. Das könnt ihr machen. Hopp, 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 hoch. Hoch, Ferse, vorne setzt die Spitze auf. Komm, rechts, links, rechts, hoch. Langsam. Vor, 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 hoch. Die Beine wechseln. Ihr müsst ihn nicht machen, ich zeige ihn nur mal langsam. Hoch, tipp, 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 hoch. Ab. Nochmal Repeater, jetzt. Auf 3, 2. Ihr wählt selber, Variation oder nur der Repeater. Komm mit. Ich baue mal das eine oder das andere ein. Nicht irritieren lassen. Komm. Hopp. Und wechsel. Hopp, hopp. Tap up, tap down. Hier. Bleib im Tap up. Wir machen die linke Seite. March. Curl Repeater. Box Step. Los geht's. March jetzt. 8. Curl Repeater hier, rück. Boxer, bleib hier. Und jetzt der Knee Repeater. Hoch, hoch. Oder Variation. March rechts. Alle rechts angekommen. Jetzt machen wir es so ein paar Mal am Stück, dann läuft es gleich von selbst. So, auf geht's. March rechts. Komm mit. 8. Repeater Curl, rück. Zieh, zieh. Bleib hier in dem Box. Step, hopp. Step up. Knee Repeater. Hoch. Und March, komm. Jawohl. Curl. 3, 2. Box Step hier. Ein Step up. Und Knee Repeater. Komm, hoch. Nochmal der zweite Teil. March. Curl. Box Step. Links. Tap up. Knee Repeater. Tap up, tap down. Bleib kurz Tap up. Ah, wir haben ja die linke Seite vergessen. Wir machen nochmal die linke Seite. Gleich geht's los. Dann bauen wir 1 und 2 gleich zusammen. March. Komm. Curl Repeater hier. 3, 2, der Box Step. Hoch. Tap up. Knee Repeater. Hoch. Tap. Hoch. Tap up jetzt. Wisst ihr noch den ersten Teil? Wir hatten den Schulterkreis Tap up, den Knee, den Mambo, den Basic, den Turn und dann den V zur Seite. Auf los geht's los. Tap up. Komm. Hoch. Knee Lift. Einen Mambo hier. Basic links. Vor, Turn Step. Weiter drehen. V. Hier. Zurück. Tap up links. Knee Lift. Zieh Mambo. Basic vor. Turn Step rum. Weiter in V. Jawohl. Zweiter Teil. March. Komm. Curl Repeater. Rück, rück. Box Step mit links. Ein Tap up. Repeater Knee. Hoch, hoch. March. Komm links. Repeater Curl. 3, 2. Komm in den Box Step. Hier. Ein Tap up. Jawohl. Knee Lift. 3. Von Anfang. Tap up Schulter. Rück. Knee Lift Mambo. Basic Turn. Der V-Step links. Wenn man irgendwann den Nachbarn schaut, dann merkt man, dass irgendwas nicht stimmt. Das musste ich auch gerade mal lachen. Die linke Seite noch. Sorry. Linke Seite beginnt. Tap up. Nochmal der erste Teil. Weiter dann in den zweiten. Auf geht's. Hoch. Hoch. Knee Lift. Mambo rechts. In den Basic hier. Turn Step.
Weiter drehen und V. Weiter in den March, komm. Girl Repeater, rück. Box Step. Tap up. Knee Repeater, hoch. Hoch. Konzentration nochmal, March, komm. Girl Repeater hier, rück. Du bleibst an der Ecke in dem Box Step. Tap up. Und Knee. Locker Tap up. Hoch. So, jetzt dürft ihr gerne nochmal was trinken, wenn ihr möchtet. Dann geht's weiter. Wir wiederholen diese Teile noch ein paar Mal. Ah, ihr braucht alle eine Trinkpause. Nehme ich auch eine. Viel Flüssigkeit, dann kann man auch besser denken wieder, ne? Alles schon verdunstet. Deshalb läuft das manchmal nicht so. Deshalb habe ich auch manchmal so ein Blackout. Ja, genau. So. Anfang nochmal. Tap up, Schulter. Rück. Knee lift. Mambo. Basic. Unter. V. Anfang Tap up. Knee. Mambo. In den Basic rechts. Turn Step. V-Step rechts. Um den Step. Curl. Hier. Repeater Curl. 3. Bleib an der Ecke. Box Step links. Ein Tap up. Die Repeater. Wer möchte Variation? March. Curl. Hier. Curl Repeater rück. 3. An der Ecke Box Step. Tap up, tap down. Repeater Knee. Nochmal anfangen. Tap up, Schulter. Rück. Rück. Knee. Basic four. Turn. Weiter drehen. Four Step hoch. Komm. Tap up. Anfangen. Knee. Mambo. Und der Basic mit der Drehung in den V. Weiter der March um den Step. Hopp. Curl Repeater rechts. An der Ecke Box Step. Tap up, tap down. Repeater Knee. Hoch. Um den Step. In den Curl Repeater rück. An der Ecke Box Step jetzt. Tap up. Noch eine letzte Runde. Wir fangen an in den Tap up. Hoch. Knee lift Mambo. Basic Turn. Hoch. V Step. Auf. Dreh dich. Auf. Tap up. Links. Knee lift. Mambo. Basic. Dreh herum. V. Rechts. Und den Step. Komm. Repeater. Rück. Der Box Step hier. Ein Tap up. Dann Knee Lift. Variation oder Repeater. Und den Step. Komm. Repeater Knee. Curl. Entschuldigung. Box Step hier. Tap up. Curl Repeater. Ups, wo war ich jetzt? Nee, das hat nicht gestimmt. Knee Repeater. Okay, ihr wart da. Hauptsache, ihr wart richtig. So. Wir gehen über in den dritten Teil. Das war, glaube ich, noch nicht genügend Flüssigkeit. Gell? So, wir machen weiter. Locker Tap up. Hoch. Hoch. Machen wir noch einen leichteren dritten. 4, Tap up. 3. Von hier ein Kick nach vorne abwechseln. Kick. Kick. Kontrolliertes Kniestrecken dabei. Vor.
Auch davon jetzt 3 am Stück. Go. 3, 2, wechsel. 3, 2 und wieder Single. 4, 4. 2 Single, 1 Repeater. Single. 4. Repeater. 3, 2. Nochmal Single. Repeater. 2 Single, 1 Repeater. Immer abwechselnd. Nochmal Single. Komm. Arme mit. Beide. 4 und 3. Locker. 4. Single. Schieb. Schieb. Repeater. Tap up, tap down. Hoch. Ein letzter neuer Schritt. Der Shuffle Step. Kleiner, schneller Wechselschritt von rechts nach links. Genau, an der langen Seite entlang. Wir gucken immer in die Richtung. 4, 3, 2, Single Kick, 4, 4, ein Repeater, nochmal Single, 4, Shuffle, jawohl, Single Kick links beginnt, 4, 4, Repeater, 3, 2, nochmal Single, 4, 2, Shuffle Step, genau, Tap Up, Tap Down, hoch. So, diese letzten beiden Kicks werden ersetzt. Wir machen jetzt noch einen Tap zur Seite und zwar einfach am Boden Tipp, Boden Tipp, Tipp, Schritt, Tap, Schritt, Tap. 4 noch. Auf. Auf. Tap up, tap down. Hoch. Alles wird zusammengebaut. Ab dem Single Kick nach vorne. Auf geht's. Kick. Ein Repeater jetzt. Vor. Tipp am Boden zur Seite. 2 davon. Und am Ende die Shuffle jetzt. Hör. Jawohl, linke Seite, Single Kick. 4. Das ist schon der dritte Teil. 3, 2. Tipp am Boden, seid weg. Shuffle jetzt, komm. Jawohl. Noch eine Runde, Kick. 4. 3 davon. Kick, Kick. Am Boden, hier. Tap, Tap, Shuffle. Letzte Runde links. Komm, den Kick Single. 4. Repeater. Weg. Weg. Tipp, seid hier. Tipp. Shuffle rechts. Jawohl. Tap ab, anfangen. Wir versuchen es mal, wie weit wir kommen. Knee und Mambo hier. Basic hoch. Turn, Step. Komm dann in das V. Auf. Linke Seite, tap up. Jetzt, komm, hoch. Hoch, knee lift. Mambo, basic four. Turn, V. Der zweite Teil, wir marschieren um den Step. Auf, komm. Leg curl, repeater. 3. Box step hier. Ein tap up. Knee lift, repeater. Oder mit Hüpfer. March, komm, hier. Die Curls, zurück. Der Box Step. Ein Tap up. Knee Repeater. Kick, dritter Teil. 4. 3 davon. 4. 4. Tipp am Boden zur Seite. Weg. Weg, Shuffle. Super, nochmal dritter Teil links, Kick, 4, Rücken lang, auf 3, 4, Tipp Side, weg, und der Shuffle Step, komm, hier, gut, March am Platz, so. Letzte Stärkung, dann splitten wir das Ganze noch und dann machen wir noch ein paar Runden am Stück. Der dritte Teil muss immer ein bisschen leichter sein, der muss so am Ende dann einfach noch so danach flutschen, gell? So die Belohnung am Ende.
So, ich spule noch einen Schritt zurück, dass die Musik uns noch reicht. Erster Teil rechts, weiter, zweiter links, dritter wieder rechts und so weiter. Alles gut. Alles gut. Okay. Atmet ein. Das, was wir an Luft noch hier haben. Und aus. Von Anfang. Tap up. Schulter. Knee lift. Der Mambo. Basic. Dreh dich mit in den V-Step. Dann geht's weiter. Wir marschieren um den Step. Komm, hier. Zweiter Teil. Curl Repeater. Rück. An der Seite hier den Box Step. Ein Tap up. Knee Repeater. Komm, hoch. Letzter Teil, die Kicks. Kick. Repeater 3. Weg. Weg. Am Boden jetzt. Ihr könnt die Arme auch ein bisschen mitschwingen. Shuffle. Ja, Mann. Anfang, Tap up. Schulter. Knee Lift. Mambo. Der Basic rechts. Turn. Weiter drehen. V. March um den Step rechts. Komm. Curl Repeater. Box Step hier. Ein Tap up. Knee Repeater. Letzter Teil. Komm in die Kick. Vor. Auf drei hier. Tipps seid am Boden. Weg. Shuffle. Noch einmal anfangen. Tap up. Hoch. Läuft's mittlerweile? So ein bisschen, ja. Basic. Turn Step. Ist immer noch hier jetzt der Knackpunkt, gell? V. Jawohl. Links March. Curl Repeater. Komm in den Box Step. Hoch. Tap up. Repeater Knee. Sit. Letzter Teil. Kick. Vor. Auf drei. Am Boden seid. Weg. Shuffle. Anfang. Tap up. Schulter. Knee. Mambo. Basic. Turn Step. Weiter in den V. March. Rechts. Leg Curl. Drei. Rück. An der Ecke Box Step. Ein Tap up. Repeater Knee. Kicks. Letzter Teil. Vor. Vor. Auf drei. Weg. Am Boden. Shuffle. Komm. Locker Tap, Up, Tap, Down. Alles gut? Machen wir noch eine Runde. Ich glaube, eine geht noch. Bleibt mal im Tap, aber ich mache nur ein bisschen lauter hier. Hoch, ab. Hoch, ab. Jetzt sage ich nicht mehr so viel an. Ich schone jetzt meine Stimme. Ihr kennt ja jetzt alles. Bleib hier noch vier. Der Anfang. Schulter. Knie. Mambo. Vor. Dreh dich. Weiter V. Um den Step. Knie Repeater, Curl. Entschuldigung. Ich glaube, ich sollte doch nichts mehr sagen. Box. Tap up. Jetzt Knie Lift. Kick. Drei davon. Am Boden. Shuffle. Alles nochmal. Letztes Mal. Tap up. Knee lift. Mambo. Basic. Turn. Weiter drehen. V. Um den Step. Komm. Curl.
hier. Tap up. Knee lift. Kicks. Und drei davon weg. Am Boden. Shuffle. Super. Bleib im Tap up. Na, jetzt lief's doch am Ende ganz gut. Bin ich ja froh. Basic voratmet ein und aus. Locker die Arme vor, ab. Vier. Drei. Nur die Fußspitze tippt nach vorn. Lock. Tipp. Vor. Vor. Arme eher ein bisschen flacher jetzt. Acht. Tipp. Vier noch. Ihr fasst die Hände ab jetzt hinterm Rücken. Ferse vor. Ferse. Beugt das Bein etwas mehr, das Standbein. Zieht die Arme nach hinten weg. Genau. Wir halten rechtes Bein. Halt. Oberkörper kleine Zieh. Zieh. Arme dabei weit zurück. Tief, tief. Langer Rücken. Schaut zur Fußspitze vorne. Wir drehen uns jetzt zur linken Seite. Hände abstützen, Rücken lang und rund. Atme ein und aus. Einmal noch. Roll dich auf. Marschier am Platz. Nochmal die Hände rück, zieh weg und die Fersen noch einmal vor, eine Runde links, rechts, vor, vor. Wir halten links, Oberkörper jetzt, tief, tief. Beugt dein rechtes Bein, ja. Po zieht dabei nach hinten. Noch vier, drei, zwei und auflösen, drehen. Rücken lang und rund. Einatmen, strecken. Ausatmen, rund. Aufrollen. So, öffnet nochmal weit und zieht hin und her. Seit, seit. Arme öffnen. Lang. Neigt den Körper mit. Seit, seit. Immer zum gebeugten Bein neigen. Machen wir jetzt halb so schnell, langsam links, halten und rechts, halt, zieh, zieh, bleib auf links, halten, ganz nochmal länger Strecke nach oben, spür das Ziehen in der ganzen Seite hier und wechseln, halten, zur Mitte, Hände vorne fassen, mach den oberen Rücken nochmal ganz rund. Streck dich nach oben lang. Zieh die Arme und wechsel. Hoch, hoch. Vier, drei. Nochmal rund nach vorn. Rund. Beim nächsten Strecken schließ die Füße. Zieh im Wechsel lang. Hoch. Hände kommen nochmal an den Hinterkopf. Wir atmen lang ein und mit der Ausatmung nach vorne. Aufrichten. Damit haben wir es geschafft. Ich danke euch.